Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Weekly Valdes und der zweiten Folge der Valdes 348 Top 125 Spiele, die er let's played hat, und einige Referenztitel noch mit dazu. Wir waren beim letzten Video stehen geblieben bei Platz 95 und das war mit Overlord, ein ja sehr, sehr wichtiges Spiel für diesen Kanal, gerade für die Anfangszeit. Ich meine, das war das erste Let's Play, was ich hatte. Und es war damit auch das erste deutsche Let's Play, zumindest was meine Kenntnisse angeht. Ich habe ja damals nichts Älteres noch gefunden. Und da wollen wir jetzt mal weitermachen. Wir waren stehen geblieben, wie gesagt, bei Overlord mit 6,5. Wir haben uns also im guten Bereich meines Wertungsspektrums befunden und werden das logischerweise deswegen auch weiterhin tun. Ich werde jetzt mal wieder etwas nach rechts rutschen, damit wir hier genügend Platz für den ganzen Kladderadatsch haben, der dahin soll. Und dann machen wir weiter. Ich denke mal, dass wir uns in diesem Video, je nachdem wie schnell wir sind, so von den Plätzen 94 bis ungefähr 60 bewegen. Mal sehen. Es wartet auf jeden Fall noch einiges auf uns. Wir haben bei Platz 94 ein Spiel, das ich noch nicht let's played habe. Da sind wir bei den Referenztiteln, von denen ich gesprochen habe. Es ist aber auch auf jeden Fall eine sehr, sehr populäre Rollenspielserie, die bis heute viele, viele Fans hat und viele, viele Spiele hervorgebracht hat. Wir reden von Assassin's Creed. Und es ist natürlich das erste Assassin's Creed, was ich hier bewerten will, mit einer Punktzahl von 6,5. Also genau wie Overlord. Assassin's Creed hat mich damals echt gut unterhalten, als es rauskam. Ich muss allerdings zugeben, dass ich die Reihe nicht großartig weiter verfolgt habe. Also ich habe Assassin's Creed 1 und Assassin's Creed 2 gespielt und das war es dann auch schon. Obwohl ich gehört habe, dass gerade die Ezio-Trilogie ziemlich gut sein soll, aber irgendwie bin ich dann, weiß ich nicht, einfach davon abgekommen. Das könnte damit zusammenhängen, dass viele ziemlich gute Spiele zu der Zeit rausgekommen sind und man ja auch irgendwie dann überlegen muss, ja, wo steckt man seine Zeit rein und wo eben nicht. Und irgendwie hat mich das Spiel nicht so krass gecatcht, wie es bei anderen der Fall war, und deswegen habe ich dann, wie gesagt, jetzt Teil 1 und 2 gespielt und war dann irgendwie, weiß ich nicht, satt. Manchmal ist man auch von einer Art von Spielen satt, obwohl ich natürlich diese historischen Settings ganz cool fand, diese Städte selbst zu erkunden und dieses Kletter-Element in den Spielen, das hatte ich vorher in keinem anderen Spiel in der Art gesehen. Dementsprechend war es auch echt noch was Neues und cool. Hat mich, wie gesagt, gut unterhalten, ist deswegen auch im oberen Spektrum des guten Bereichs, aber ja, mehr war es dann auch nicht. Dann haben wir Platz 93 und das ist ein Spiel, das ich erst vor kurzem gespielt habe. Das ist noch gar nicht so lange her und das ist mit 6,6 Punkten, also minimal mehr, Supraland. Ein echt cooles Indie-Rätsel-Adventure, wo wir eine kleine Spielfigur spielen, die in einen Sandkasten gesetzt wird. Aber dieser Sandkasten ist relativ groß und erscheint deswegen auch als Open World ziemlich opulent und interessant. Supraland ist ein Spiel voller cooler Ideen, das mir echt gefallen hat. Da ist jetzt auch mittlerweile ein DLC rausgekommen und ich glaube, es wurde auch ein zweiter Teil angekündigt, wenn mich nicht alles täuscht. Man hat auf jeden Fall viel Freude mit Supraland. Ein Spiel, das sich auch nicht wirklich ernst nimmt selbst, wenn man mal überlegt, was der Endboss von Supraland war. Also es war schon ziemlich lustig. Hat mir einfach gut gefallen. An der einen oder anderen Stelle hat dann teilweise mal irgendwie auch so die Motivation so ein bisschen den Knick bekommen, jetzt gerade so am Ende oder nach dem Abspann. Das Let's Play ist ja bei mir immer noch nicht wirklich beendet, weil ich ja noch ein paar Sachen irgendwie nachholen wollte. Das habe ich bis heute nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, irgendwie diese Motivation nicht hatte. Und das würde jetzt zum Beispiel von für mich ein gutes von einem sehr guten Spiel unterscheiden. Hätte mir Supraland sehr gut gefallen oder herausragend gut, dann hätte ich es garantiert sofort am Stück durchgezockt. Deswegen ist es jetzt noch auf meiner To-Do-Liste. Ich werde es auch auf jeden Fall tun. Aber in letzter Zeit waren irgendwie coolere Spiele in meinem Fokus, die ich dann gespielt habe, die ich aufgenommen habe. Von daher war es dann nicht der Fall, dass wir dazu kamen. Aber ich kann es jedem Rätselfreund irgendwie empfehlen. Und die Idee war einfach ganz cool, ne? Auch die Spielwelt und so und die verschiedenen Rätselelemente, die dann aufeinander einzahlten und die man dann irgendwie kombinieren musste mit diesen ganzen Sachen, die man gefunden hat. Das war schon, ja, finde ich echt gut. Dann haben wir Platz 92 und bei Platz 92 haben wir mal wieder einen Ubisoft-Titel. Irgendwie häuft sich das hier in der letzten Zeit und ihr merkt, wir befinden uns so im Mittelfeld so ein bisschen von den Wertungen. Das passt tatsächlich leider auch zu den meisten Ubisoft-Spielen.
Dark Messiah of Might and Magic mit 6,6, also genauso viel wie Supraland. Wird auch einige überraschen wahrscheinlich, dass ich das Spiel nicht sehr gut bewerte. Ich weiß auch gar nicht, woran es genau liegt. Ich glaube, der größte Teil kommt daher, dass mich das Spiel... Es hat mich zwar gut unterhalten, aber auch dieses Spiel hat mich etwas enttäuscht. Denn ich gebe zu, dass ich auf einem ziemlich extremen Hype-Train war, bevor dieses Spiel herauskam. Es gab so eine Demo, die man spielen konnte, und es gab so ein Video, was dazu ziemlich cool war. Und irgendwie fand ich das Spiel da cooler, als zu dem Zeitpunkt, als es dann rauskam. Und auch wenn das Spiel verschiedene Vorgehensweisen motiviert, also man kann ja irgendwie zum Beispiel auch Dieb spielen oder man spielt einen Bogenschützen oder einen Magier, blieb so der große Wow-Effekt aus. Ich meine, natürlich kann man die Gegner auf verschiedene Arten und Weisen töten, aber das ändert jetzt großartig nichts am Spiel, muss ich sagen. Und anders als zum Beispiel in einem Spiel, das gleich auch noch kommt, ändert sich dadurch auch nichts großartig am Levelaufbau oder so. Dark Messiah war sehr linear. Dark Messiah hatte eine relativ uninspirierte Story, hatte aber einen coolen Kampfflow und ein cooles Kampfdesign. Und ich würde sagen, dass die Story hier das Problem ist. Wenn die Story etwas interessanter, die Charaktere etwas interessanter gewesen wären, vielleicht auch die Schauplätze etwas interessanter. Wir haben ja nun leider auch sehr, sehr viel Zeit in Dark Messiah in irgendwelchen komischen Spinnenhöhlen oder so verbracht, in irgendwelchen Katakomben. Dann wäre das definitiv meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel geworden. Die Welt, in der dieses Spiel spielt, bietet grundsätzlich viel. Ich meine, man schaue sich nur die ganzen Heroes of Might and Magic Teile an, die ja auch eine interessante Lore haben. Aber das wurde in Dark Messiah of Might and Magic nicht so 100% ausgeschöpft. Und deswegen würde ich sagen, mit 6,6 und einem guten, fast sehr guten Spiel, sind wir hier von der Bewertung her schon ganz gut. Dann kommen wir zu Platz 91 und es ist ein Action-Adventure mit einer 6,7 an der Punktzahl und wir haben hier Overlord 2, also den Nachfolger von Overlord, minimal besser als Teil 1, würde ich sagen. Was mir an Teil 2 gut gefallen hat, war dieser Plot-Twist am Ende, den ich jetzt nicht näher ausführen werde, denn seinerzeit, als ich das Spiel Let's Played habe, wurde ich gespoilert, was mir das Spiel so ein bisschen madig gemacht hat. Overlord 2 ist halt in jeder Hinsicht besser als sein Vorgänger. Coolere Grafik natürlich. Es lief alles irgendwie ein bisschen besser. Coole neue Ideen, dass man auch in die Scherge und so reinschlüpfen kann. Aber es hat jetzt keinen gigantischen Sprung nach vorne gemacht. Dementsprechend kann ich auch hier nur bei einem guten Spiel bleiben. Aber noch ein bisschen weiter oben als eben Overlord. Aber wie gesagt, hat mir rundum Spaß gemacht und es hat dieselben Stärken wie der Vorgänger. Von daher, einfach gut. Einfach wirklich gut. Dann kommen wir zu einer, ich will es jetzt mal sagen, kleinen Ernüchterung, denn auch dieses Spiel hat mich ein wenig enttäuscht, auch wenn ich zugeben muss, dass vieles davon auch an mir liegt, weil das einfach nicht so richtig mein Spiel war. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon merken, worum es geht. Es ist Platz 90, es hat eine 6,7, also genauso gut wie Overlord 2 meiner Meinung nach. Wir haben da Demon's Souls. Ich liebe From Software, ich liebe die Spiele, ich liebe die Spielwelten, die sie kreieren, aber mit Demon's Souls bin ich nicht so 100% warm geworden. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass ich erst Dark Souls gespielt habe. Und Dark Souls ist einfach der Nachfolger. Dark Souls ist einfach die konsequente Weiterentwicklung dieses Genres, das ja auch letztlich dazu führte, dass dieses Genre auch wirklich überhaupt groß geworden ist. Und daher ist klar, da es sich bei Demon's Souls ja auch um ein Remake handelt, dass es dieselben Probleme, sage ich mal, hat, wie das damalige Spiel. Wobei es hier nicht Probleme sind in dem Sinne, sondern es hat dieselbe Gewichtung, dieselbe Ausrichtung. Und ich fand zum Beispiel in Demon's Souls die Bosskämpfe sehr enttäuschend, weil die teilweise sehr, sehr leicht waren. Und das kennt man ja aus Dark Souls, beziehungsweise der Dark Souls-Trilogie oder von anderen From Software-Spielen nicht. Da war es im Prinzip umgekehrt, dass die Bosse richtig knallhart waren und die Gebiete eher etwas leichter. Und in Demon's Souls war es irgendwie umgekehrt. Aber das, weiß nicht, hat mich nicht so mega gecatcht. Und ich fand auch teilweise die Gebiete nicht so geil, wie in Dark Souls oder Dark Souls 3 zum Beispiel. Und daher kann ich leider sagen, dass es sich für mich bei Demon's Souls nur um ein gutes Spiel handelt.
ein gutes Spiel, das vor der Schwelle zum sehr guten Spiel steht, aber eben halt, wie gesagt, auch definitiv seine Schwächen hat. Ich fand zum Beispiel auch dieses Weltentendenz-System fand ich doof. Damit konnte ich nicht wirklich viel anfangen. Und wie gesagt, manche Gebiete nicht so geil und manche Bosse nicht so geil. Und dann kommen wir halt schon zu einigen Abzügen, die dann halt dafür sorgen, dass es kein sehr gutes Spiel mehr für mich ist. Aber nichtsdestotrotz hatte ich trotzdem viel Spaß mit dem Spiel. Das möchte ich gar nicht sagen, das habe ich ja auch in dem Let's Play klargestellt. Aber es ist halt kein Knaller für mich oder so. Kommen wir zu Platz 89. Und da haben wir ein Point-and-Click-Adventure. Lange ist es her. Mit 6,8 Punkten haben wir hier Black Mirror 3. Black Mirror 3 ist tatsächlich für mich der schwächste Teil der Black Mirror-Serie. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Black Mirror 1, finde ich, irgendwie creepiger und gruseliger und interessanter ist als Black Mirror 3. Und Black Mirror 2 die meisten Plot-Twists und Handlungswendungen hat, der gesamten Black Mirror-Serie, jetzt mal abgesehen von dem Plot-Twist am Ende von Black Mirror 1. Aber Black Mirror 2 hat die interessanteren Plot-Twists und eine bessere Präsentation als Black Mirror 1. Und daher bleibt am Ende im Prinzip nur noch Black Mirror 3 übrig. Das ist halt das Spiel, wo alles irgendwie dann enden muss. Aber es wartet für mich nicht mehr mit so richtig heftigen Highlights auf, wie die anderen Teile der Reihe. Weswegen ich hier nicht von einem sehr guten Spiel reden kann, sondern nur von einem guten Spiel. Ja. Das ist für mich auch der letzte Teil der Black Mirror-Serie, den ich spielen werde. Es gibt dann noch dieses komische Prequel, was aber irgendwie bei den Kritikern sowie auch bei den Spielern komplett durchgefallen ist. Deswegen werde ich das wohl eher nicht spielen. Aber Black Mirror 3 ist natürlich trotzdem hoch im Kurs bei mir. Es ist ein echt gutes Point-and-Click-Adventure, hat auch Spaß gemacht und so. Darren, beziehungsweise Adrian. Das einzig Geile, was, oder das einzig Neue innerhalb der Serie, was Black Mirror gebracht hat, Black Mirror 3, ist diese Sequenz, in der man Valentina, ich verwechsel die ständig, Valentina und Darren zeitgleich spielen kann. Das war ein interessantes Konzept, mehr davon, und das Spiel hätte es noch ein wenig weiter geschafft in der Wertung. Aber dazu kommen wir dann gleich noch mehr, wenn wir die anderen Black Mirror Teile in dieser Rangliste sehen. Kommen wir dann zu Platz 88, und das ist immer noch ein Spiel, was noch nicht sehr gut ist, aber kurz davor. Es hat auch eine 6,8 und es ist Dungeon Siege. Dungeon Siege war ein cooler Kontrahent von Diablo damals oder von Diablo 2. Kam natürlich nicht an Diablo 2 ran, aber war trotzdem eine sehr, sehr willkommene Abwechslung mit einem anderen Kampfsystem als Diablo, also definitiv. Mit einer sehr interessanten Geschichte und ja, coolen Partymanagement und so weiter und so fort. Also Dungeon Siege stand bei mir immer hoch im Kurs. Deswegen 6,8, fast ein sehr gutes Spiel. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war so diese epische Story, die man von Diablo 2 zum Beispiel kennt. Beziehungsweise die Story von Diablo 2 ist jetzt auch nicht wirklich komplex oder in irgendeiner Art und Weise, aber sie wirkt epischer als die von Dungeon Siege. Was halt auch an dieser gesamten, an dem gesamten Lore-Konstrukt liegt und so. Und da hat Dungeon Siege ein bisschen was nachzuholen, muss man sagen. Das hat der Nachfolger besser gemacht. Dazu kommen wir aber auch gleich noch. Aber trotzdem 6,8. Gutes Spiel, hat mir damals echt gut gefallen. Und würde ich auch allen Hack and Slay Fans definitiv empfehlen. Auf Platz 87 haben wir auch ein Spiel mit 6,8. Also wir bewegen uns gerade nicht wirklich von der Stelle. Und es ist der letzte Teil einer Reihe, die niemals fortgesetzt wurde, leider. Und es handelt sich dabei auch um ein Spiel, was wir erst vor kurzem gespielt haben. Und es ist Dead Space 3 plus DLC. 6,8. Für mich also auch der schwächste Teil der Dead Space-Serie, definitiv. Das liegt vor allem daran, dass Dead Space immer weiter weggegangen ist vom eigentlichen Horror-Gameplay zum Action-Gameplay. Und das hat in Dead Space 3 seine Krönung gefunden, wo dann auch unbedingt noch irgendein komisches Crafting-System eingebaut werden musste, wo man Materialien finden musste, die man sich entweder ergrinden konnte oder teilweise, glaube ich, sogar kaufen konnte, als das Spiel released wurde. War das so? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war das total paradox damals. Und dieses erzwungene Koop-Gameplay in einem Horror-Shooter
der auf Klaus eigentlich mal auf klaustrophobische Gänge und sowas gesetzt hat, wo man sich komplett allein gefühlt hat und so. Das passte vorne und hinten nicht. Und diese optionalen Missionen in dem Spiel, das war ein Copy-Paste-Gangsystem nach dem nächsten und im Prinzip hat es überhaupt nichts gebracht. Die Story war weiterhin echt interessant. Ich hätte mich auch wirklich gefreut, wenn nochmal ein Spiel rausgekommen wäre, also ein Nachfolger, der dann erklärt, was jetzt da eigentlich passiert mit den Brüdermonden und so weiter. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Man weiß es nicht. Es gab ja Spekulationen, dass es einen Dead Space Nachfolger oder einen Remake des ersten Teils geben wird, aber Dead Space 3 für mich auf jeden Fall der schwächste Teil der Serie. Dann kommen wir zu Platz 86 und bei Platz 86 haben wir mit 6,8 Punkten, also immer noch gut, Dishonored. Das ist dieses, das haben wir auch noch nie Let's Played, das ist dieses Schleichspiel, wo man Corvo spielt, der dann sich durch die Level hangeln kann und so weiter und so fort. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, da durch die Level zu kommen und das ist genau das, was ich eben bei Dark Messiah kritisiert habe. Dishonored hat das, was Dark Messiah fehlt, nämlich, wenn ich anders vorgehe, kann ich die Level komplett anders lösen. Und das hat Dark Messiah eben nicht gehabt und deswegen habe ich Dishonored halt ein bisschen stärker eingeschätzt mit 6,8 statt 6,6. Aber trotzdem noch für mich kein sehr gutes Spiel. Wahrscheinlich hätte ich mehr Spaß an Dishonored gehabt, wenn ich irgendwie schleichaffiner gewesen wäre. Aber das ist eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig meine Art von Spiel. Trotzdem habe ich es gespielt, weil das auch mal für mich dann was anderes war und es hat mir auch echt Spaß gemacht. Deswegen die Wertung von mir 6,8. Auf Platz 85 haben wir ein Spiel, das mit 6,9 an der Schwelle zum sehr guten Spiel steht. Und das ist Shadow of the Colossus. Haben wir auch gespielt, letztes Jahr, glaube ich. Sehr, sehr cooler Ansatz dieses Spiels. Nämlich ein Spiel, das nur auf das Nötigste heruntergebrochen ist. Das vollkommen verzichtet auf diese vollgeklatschten Spielwelten, wo man eine Minimap hat, wo man Sightseeing-mäßig irgendwelche Punkte abgrasen muss, um irgendwelche Verbesserungen des Charakters zu finden. Beziehungsweise kann man das in Shadow of the Colossus auch machen, ne, mit diesen Eidechsen da, mit diesen Justin Jerome Margoni-Holzviechern. aber es drängt sich einem überhaupt nicht auf. Man muss es nicht tun. Man kann es tun, aber diese Open World ist derartig subtil, dass es für mich schon wieder komplett organisch und natürlich wirkt. Weil es ist ja klar, dass wenn ich, weiß ich nicht, so eine Großstadt habe, dass das irgendwie, also es wirkt halt, ich finde, das wirkt alles immer so erzwungen bei diesen Open World Spielen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit meine, aber wenn ich mir diese Ubisoft Spiele angucke, dann habe ich ganz oft das Gefühl bei diesen ganzen Collectibles, dass die nur eingefügt werden, damit die eingefügt wurden, damit dieses Element in dem Spiel vorhanden ist. Also so nach dem Motto, dass man eine Checkliste abhakt. Oh ja, wir haben jetzt Collectibles in diesem Spiel. Geil, geschafft. Das ist bei den meisten Open-World-Spielen irgendwie der Fall. Bei Shadow of the Colossus war es gar nicht so. Es hat eine sehr nebulöse, sehr interessante Geschichte, die ja auch irgendwie zusammenhängt mit anderen Spielen. Ico, glaube ich, und The Last Guardian. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher. The Last Guardian habe ich übrigens immer noch ungespielt hier rumliegen. Also das wollte ich auch noch irgendwann mal spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es Let's Playen werde, aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall hat mir Shadow of the Colossus deswegen auch echt gut gefallen, weil es mal was anders gemacht hat. Und vor allen Dingen diese Kämpfe gegen diese gigantischen Gegner, die vor allem in dem Remake so unglaublich bombastisch rüberkamen von der Präsentation her. Und das Spiel wurde ja nicht umsonst von der PS2 auf die PS3 portiert und auf die PS4. Also es muss einen Grund dafür geben. Und der Grund ist einfach, dass es ein gutes Spiel ist. Da kann man echt Spaß mit haben. Genauso wie mit dem nächsten Spiel, was auf Platz 84 ist. Mit 6,9 Punkten, also auch leider kein sehr gutes Spiel, aber kurz davor, haben wir Amnesia Rebirth. Amnesia Rebirth ist deutlich schwächer als The Dark Descent, aber wieder um einiges besser als Amnesia Machine for Pigs, was ja der zweite Teil war. Rebirth wurde ja auch wieder von Frictional Games entwickelt, anders als Machine for Pigs. Und hat mir gut gefallen. Es hatte aber für mich nicht mehr so diese beklemmende Atmosphäre, die jetzt Amnesia The Dark Descent hatte.
Im Gegenteil, das Spiel hat eigentlich seine eigene Beklemmung oder das Potenzial seiner Beklemmung torpediert, indem es dafür gesorgt hat, dass man nicht mal ansatzweise bestraft wurde, wenn man einfach stumpf durchs Spiel rennt und sich gar nicht schocken lässt, sondern einfach nur in die Gegner reinrennt. Denn wenn man dann in Amnesia Rebirth von diesen Ghoulen gefasst wurde, dann wurde man weiter nach vorne durchs Level teleportiert. Das heißt, sich fangen zu lassen, hat einem sogar noch geholfen. Und das zerstört für mich einfach irgendwie diese Illusion von, ich muss unbedingt überleben, es ist Survival-Horror, ich will überleben, ich will mich nicht fangen lassen. Und das hat es halt irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht, fand ich. Die Geschichte wiederum war interessant, auch wenn es zum Ende hin natürlich so ein bisschen absurd wurde. Das war jetzt in The Dark Descent auch so, das muss man nochmal klarstellen. Aber das Horrorerlebnis war in The Dark Descent bedeutend besser als in Rebirth. Rebirth hat mich nicht ansatzweise so geängstigt wie The Dark Descent. Von daher sind wir mit 6,9, glaube ich, noch ganz gut beraten. Es handelt sich um ein gutes Horrorspiel, aber kein sehr gutes Horrorspiel. Auf Platz 83 haben wir den für mich schwächsten Teil der Darksiders-Serie. Und zwar ist das mit 6,9 Punkten Darksiders 2. Das überrascht einige vielleicht. Ich fand, Darksiders 2 war überfrachtet mit Features, die dem Spiel nicht gut getan haben. Darksiders 1 war für mich ein echt gutes Gesamtpaket mit Krieg, mit diesem coolen Kampfsystem, mit diesem Metroidvania-artigen Spielmechaniken, wo man dann nach und nach auch verschiedene Waffen und Kombos freigeschaltet hat. Und Darksiders 2 hat das genommen und sich gesagt, ja, wir brauchen unbedingt ein Item-System. Wir müssen unbedingt Ausrüstungsgegenstände ins Spiel einbauen, verschiedene Waffen und so weiter und so fort, mit denen wir unseren Charakter dann noch vollklatschen können. Und das hat für mich, also es hat funktioniert. Ihr seht ja auch, es ist fast ein sehr gutes Spiel für mich. Aber es ist dadurch unnötig überfrachtet. Und da zeigt sich auch mal wieder, zumindest für mich, dass weniger manchmal auch einfach wirklich mehr ist. Zum Thema Collectibles und so, ne? Ihr wisst schon. Und das fand ich in Darksiders 2 ist mir das wirklich negativ aufgefallen. Und als ich so die anderen Serienteile so dagegen gehalten habe, da habe ich so überlegt, ja, eigentlich ist Darksiders 2 der schwächste Teil der Reihe, der mir auch irgendwie am wenigsten im Gedächtnis geblieben ist. Auch wenn Tod als Hauptcharakter natürlich sehr interessant ist, aber nee, das hat es für mich irgendwie nicht rausgerissen. Kommen wir zu Platz 82 und das ist das erste Spiel, was sich auf dem sehr guten Spektrum befindet, mit genau 7 Punkten. Es ist ein Spiel, was ihr nicht unbedingt wahrscheinlich dort erwarten würdet, aber wir haben es mal wieder mit einem Spellforce-Spiel zu tun. Und zwar haben wir mit 7 Punkten auf Platz 82 Spellforce 3. Spellforce 3 ist tatsächlich nicht so wirklich einfach einzuordnen, muss man sagen. Ich glaube, das größte Problem, was ich mit Spellforce 3 habe und die meisten anderen Hardcore-Fans auch, die sich auch wirklich so ein bisschen mit der Lore auskennen. Ich kenne mich ja nicht so richtig geil mit der Lore aus, also so Einzelheiten und Feinheiten, die könnte ich jetzt nicht einfach so aufzählen. Aber Spellforce 3 hat sehr, sehr viele Lore-Inkonsistenzen hervorgerufen. Sehr, sehr viele. Ihr könnt euch dazu gerne mal Videos auf YouTube anschauen, die das alles aufzählen und da packt ihr euch an den Kopf, weil teilweise ist es eigentlich wirklich dämlich. Spellforce 3 spielt ja irgendwie mehrere hundert Jahre vor Spellforce 1. Und sie haben einfach teilweise Jahreszahlen aus Spellforce 1 genommen, so nach dem Motto, ja, das war vor 800 Jahren und dann haben sie das in Spellforce 3 einfach auch gesagt, das war auch vor 800 Jahren. Dass das nicht zusammenpassen kann, das brauche ich euch ja nicht erwähnen. Also es gibt einige Lore-Inkonsistenzen in Spellforce 3, die diese total interessante, coole Lore, die in Spellforce 1 und 2 aufgebaut wurden, auch teilweise irgendwie so ein bisschen kaputt macht. Ein weiteres Problem des Spiels ist, dass der Strategie-Part gerade als Spellforce 3 rauskam, der war nicht so richtig ausgereift, muss man sagen. Der hat nicht wirklich gut funktioniert. Das war zwar mal interessant mit diesen Sektoren, aber eigentlich war das nur stressig. Und im Endeffekt war das nicht so spaßig, wie man sich das vorgestellt hat, das ganze Spiel durch. Deswegen war in Spellforce 3 auch grundsätzlich der Rollenspielaspekt deutlich stärker. Das muss man sagen. Von daher bleibt für mich unterm Strich immer noch ein sehr gutes Spiel. Gerade so, ein sehr gutes Spiel.
Aber es ist nicht so stark wie andere Spellforce-Teile. Definitiv nicht. Es wäre vielleicht stärker gewesen, wenn es zum Beispiel der erste Teil einer Serie gewesen wäre. Dann hätten wir diese Lore-Inkonsistenzen nicht. Und darüber kann man einfach nicht hinwegsehen als Fan. Von daher, 82 mit 7 Punkten, aber ein sehr gutes Spiel. Und dann haben wir den nächsten Teil der Black Mirror-Reihe. Nämlich auf Platz 81 mit auch 7 Punkten, Black Mirror 1. Black Mirror 1 ist zwar von der Präsentation her ziemlich mau, also die technische Seite ist nicht geil, aber das macht es wett mit einem unglaublich mystischen, gruseligen Flair, den dieses Spiel ausstrahlt, rund um die Morde, die um das Gordon-Anwesen oder rund um die Gordon-Familie geschehen. Ich habe das Spiel echt gerne gespielt. Das war auch seit langer Zeit und abgesehen von den Daedalic Adventures eines der wenigen Point-and-Click-Adventure, die ich gespielt habe und sehr genossen habe. Deswegen kann ich da nur sagen, es ist ein sehr gutes Spiel. Die technische Seite war leider nicht gut. Wenn die besser gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht so Richtung 7,5 gehen können oder sogar noch höher. Aber das war halt ein bisschen altbacksch, kann man sagen. Von daher bleiben wir bei 7. Kommen wir zu Platz 80. Bei Platz 80 haben wir einen Klassiker. Mit 7 Punkten ebenfalls haben wir es hier zu tun mit Dungeon Keeper. Erinnert ihr euch noch, als wir das gespielt haben? Mit Horny, mit den Teuflern, mit dem Ritter, den wir vermöbelt haben und so weiter und so fort. Also Dungeon Keeper, wirklich cooles Spiel. Habe ich damals als Kind wirklich gesuchtet. Dieses Gefühl, man ist auch mal der Böse. Was ja dann in Overlord im Prinzip auch so der Fall war. Und man baut sich seinen eigenen Dungeon, um dann die Helden, die von der Oberfläche kommen, um das Böse zu bekämpfen oder um Ruhm und Ehre zu erlangen, indem sie das Böse bekämpfen und Schätze finden. Dann eben zu bekämpfen mit seinen eigenen Kreaturen, die man ausbildet. Das war einfach sensationell. Also da habe ich so viel Spaß dran gehabt früher. Von daher kann ich nur sagen, es ist ein sehr gutes Spiel. Schade, dass der zweite Teil wohl nicht so geil war. Ich habe ihn nie gespielt, aber ich habe immer nur gehört, dass der nicht so gut war. Deswegen habe ich mich jetzt unbedingt nicht drum... Ich habe mich jetzt nicht drum geschlagen, den zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal nachholen werde. Dann gab es ja den geistigen Nachfolger dieser Spieleserie. Und zwar Dungeons. Wo der erste, glaube ich, nicht so gut ist. Bei den anderen beiden weiß ich es nicht. Ich müsste das vielleicht auch irgendwann nochmal nachholen, je nachdem, ob ich die Zeit und das Interesse habe und nicht andere Spiele in die Quere kommen. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass Dungeon Keeper einfach ein sehr gutes Spiel war. Auf Platz 79 haben wir ein weiteres Darksiders-Spiel. Minimal besser als der zweite Teil, dann Darksiders 3 mit 7,1 Punkten. Also hier haben wir es mit einem sehr guten Spiel zu tun. Fury und so, sehr interessant als Charakter, das Ende sehr interessant mit diesem Plot-Twist und mit dem Ausblick darauf, dass wir in dem nächsten Teil der Hauptserie, nämlich Darksiders 4, dann wahrscheinlich ein Koop-Spiel haben, wo wir alle vier Reiter irgendwie zusammenspielen können oder zwischen den verschiedenen Charakteren auch wechseln können, wie es bei Darksiders Genesis der Fall war. Ich denke mal aber, dass sie nicht mehr diese Perspektive aus Darksiders Genesis wählen werden, obwohl das ein sehr geiles Spiel war, sondern dass sie wieder back to the roots gehen und sagen, okay, wir haben ein ganz normales Third Person ist es, glaube ich, ne? Ich bin gerade ein bisschen blöd. Ich glaube, es ist Third Person. Hinter der Schulter quasi sozusagen Perspektive haben. Ja, ich fand Darksiders 3 jetzt nicht unbedingt wirklich um Welten besser als Darksiders 2. Aber es war halt nicht so überfrachtet, fand ich. Es war nicht ganz so überfrachtet. Und irgendwie fand ich die Gebiete cooler und so und auch die Story interessanter. Das hat mir irgendwie in Darksiders 2 ein bisschen gefehlt. Deswegen fand ich persönlich Darksiders 3 schon ein bisschen besser. Dann haben wir auf Platz 78 wieder ein Spellforce-Spiel. Und zwar mit 7,1 Punkten, also minimal besser als Spellforce 3. Spellforce 3 Fallen God. Was mich echt überrascht hat, muss ich sagen. Denn die Geschichte, oder als ich davon gehört habe, dass dieses Spiel rauskommt, wirkte natürlich ein bisschen so abseits. So nach dem Motto, ja, warum setzen sie denn nicht die Story aus Spellforce 3 und Soul Harvest fort? Das ergibt keinen Sinn. Warum machen sie jetzt da irgendwie so ein Standalone-Adventure mit den Trollen?
Dann stellte sich natürlich heraus, dass einer der Zirkelmagier dann doch wieder irgendwie seine Hände im Spiel hatte. Und sehr interessant mit dem Fial Dark auch. Kann man nicht anders sagen. Und was mich auch sehr, sehr positiv überrascht hat, war die Charaktere, die Trolle, um die es da ging, diese vier. Das hat super funktioniert, meiner Meinung nach. Und auch die ganze Kultur der Trolle und so. Also im Endeffekt wurde ich eines Besseren belehrt, als ich dieses Spiel gespielt habe, denn ich dachte ehrlich, das wird eine totale Gurke. Aber es war ein sehr gutes Spiel. Was soll ich sagen? Und deswegen haben wir auch 7,1 Punkte. Kommen wir dann zu einem weiteren Point-and-Click-Adventure. Das letzte ist noch gar nicht so lange her. Wir haben es mit einem 7,1er zu tun auf Platz 77. Und dort haben wir A New Beginning. A New Beginning, definitiv auch eines der Spiele von Dedelic, die mir bewiesen haben, wie cool Point-and-Click-Adventure sind und wie cool sie als Entwickler sind. Die Geschichte von Ben Svensson und Faye, die irgendwie versuchen, die Welt zu retten vor einer drohenden Klimakatastrophe, die ja im Prinzip den Planeten zerstören wird. Das ist das, was uns auch blühen wird. Dieses Spiel hat es nochmal aufgezeigt. Rundum gelungen. Also von der grafischen Umsetzung über die Charaktere und so weiter und so fort kann ich hier nur von einem sehr guten Adventure sprechen, das mich ja auch irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, vor allen Dingen dann das Ende. Und ein Satz wird mir immer im Gedächtnis bleiben aus diesem Spiel und das ist: Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Ich glaube, den werde ich nie vergessen. Kommen wir zu Platz 76 und hier haben wir es wieder mit einem Spiel zu tun, was etwas besser ist, nämlich mit 7,2 Punkten. 76, Brothers, A Tale of Two Sons. Das wird wahrscheinlich auch nicht viel überraschen, denn ich habe ja schon klar gemacht, als ich dieses Spiel gespielt habe, dass es ein wunderbar tolles Spiel ist, das die Geschichte zweier Brüder erzählt, die versuchen, ihren Vater zu retten, nachdem ihre Mutter gestorben war bereits und ihr Vater schwer erkrankt ist. Versuchen sie eben ein Heilmittel zu finden. Und das Einzige, was sie auf dieser gefährlichen Reise haben, sind sie selbst. Und es ist eine, wie gesagt, wunderbar emotionale Geschichte von Brüderlichkeit, von Verlust auch, vom Erstarken, vom Erwachsenwerden. Also, und das kommt halt vollkommen aus ohne Sprache. Also es gibt in diesem Spiel keine Sprache, keine Dialoge, nichts. Das wird alles nur durch Gebrabbel erzählt und durch Handbewegung quasi. Und das hat für mich einfach trotzdem super funktioniert. Also das, was Brothers A Tale of Two Sons mit seinem Storytelling geschafft hat, hat zum Beispiel Faye nicht geschafft. Da gab es ja auch keine Sprache. Aber die haben das total verworren erzählt und Brothers A Tale of Two Sons hat es halt hingekriegt. Und so erklärt sich dann zum Beispiel auch da der Wertungsunterschied. Und ich fand die Story einfach mitreißend. Und es wäre interessant zu erfahren, wie ein Nachfolger aussehen würde. Ich kann da jetzt nicht großartig spoilern. Also ich müsste spoilern, um das zu erklären, warum das interessant wäre. Aber das tue ich jetzt nicht. Guckt euch einfach das Projekt an. Es ist ein wunderschönes Spiel. Ohne Frage. Dann haben wir auf Platz 75 Dungeon Siege 2. Mit 7,2 Punkten, also durchaus ein wenig besser als der erste Teil, was für mich an der Story liegt, die irgendwie so ein bisschen klassischer High-Fantasy-technischer war, beziehungsweise einfach mit einem cooleren Antagonisten versehen war, nämlich Valdis, der ja auch mein Namensgeber ist, weil es einfach ein super krasser Bösewicht ist mit krasser Rüstung und so weiter und so fort. Nein, ich fand da einfach den Antagonisten stimmiger. Das Spiel war größer. Ich fand es cool, dass die ins Spiel eingebaut haben Gefährten, die auch eine Geschichte erzählen, wo jeder eine eigene Quest für sich hatte. Das hebt es nochmal deutlich vom ersten Teil für mich ab. Und die Spielwelt, die auch interessanter war, meiner Meinung nach. Und eben, wie gesagt, dem Antagonisten und dem Plot-Twist am Ende. Ich habe immer noch nicht das Add-on zu Dungeon Siege 2 gespielt. Ich sollte es vielleicht unbedingt mal machen, weil der Plot-Twist war ganz interessant. Habe ich damals nicht kommen sehen. Dementsprechend sehr gutes Spiel. Dann kommen wir zu Platz 74. Mann, wir sind ja fast bei der Hälfte angekommen. Das gibt's ja nicht. Nein, sind wir nicht. Das dauert noch. Es ist doch Wahnsinn, wie lange das einfach dauert, oder?
Schon ein bisschen verrückt. Aber naja, wir geben uns Mühe. Platz 74. Mit 7,2 Punkten. Also immer noch auf der gleichen Skala. Spellforce 3 Soul Harvest. Für mich der beste Teil der Spellforce 3 Reihe. Ich fand die Plot-Twists am Ende ganz interessant. Vielleicht mag ich das Spiel auch gerne, weil ich den Charakter Raid sehr interessant finde. Ansonsten hat es die Probleme des Hauptspiels leicht verbessert, was das Gameplay anging. Ich fand die neuen Rassen sehr interessant, also die Zwerge und die Dunkelelfen. Fand ich interessanter als die Rassen aus dem Hauptspiel, muss ich sagen. Sie haben ja generell diese Strategie, den Strategiepart ein bisschen verändert gehabt. Dementsprechend hat das schon für mich ein bisschen besser gepasst, aber da liegen jetzt auch keine Welten dazwischen. Deswegen sind wir halt, wie gesagt, nur bei 7,2. Es ist ein sehr gutes Spiel, es ist ein sehr gutes Strategiespiel, aber es ist nicht der beste Teil der Spellforce-Serie, definitiv nicht. Und es hat die gleichen Stärken, aber auch die gleichen Probleme wie die anderen Spellforce 3 Teile. Abgesehen davon, dass hier der Strategiepart etwas verbessert wurde. Kommen wir nun zu einem Let's Play Together und es ist, glaube ich, das... Nee, nicht ganz. Danach kommen noch zwei weitere Let's Play Togethers, die besser bewertet wurden, aber es ist das am drittbesten bewertete Let's Play Together von mir. Also zumindest das Spiel. Und zwar auf Platz 73 mit 7,2 Punkten, also mal wieder. Ich habe ja gesagt, die Spiele liegen teilweise echt nah beieinander. Borderlands. Borderlands, ja, einfach absolut lustiges Spiel. Und ich glaube, es liegt bei mir hier nur bei 7,2, weil ich es mit Spielhardpizza zusammengespielt habe. Ich glaube, wenn ich es allein gespielt hätte, wäre es eher nur ein gutes Erlebnis gewesen. Sowas eben richtig, richtig lustig. Was ich an dem Spiel nicht gut finde, muss ich gleich sagen, ist dieses Trefferfeedback. Also teilweise hat man irgendwie direkt auf die drauf geschossen, aber es ist irgendwie nichts passiert. Und das war teilweise echt ein bisschen merkwürdig. Ansonsten absolut abgefahrener Ballerspaß. Ich fand das Charaktersystem jetzt nicht so ganz mega interessant. Also das hätte man sicher vielleicht noch ein bisschen anders gestalten können. Dafür finde ich zum Beispiel die Charakterentwicklung aus Diablo 2 oder sowas wesentlich interessanter. Mit dem Skilltree. Borderlands hat ja auch einen Skilltree. Hier fand ich den in Borderlands definitiv schwächer. Aber es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Ich hatte viel Spaß damit, was soll ich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auch wieder nach Pandora mich aufzumachen, wenn wir irgendwann den zweiten Teil mal Let's Playen werden oder Let's Play Togethern werden. Das wird auf jeden Fall passieren, da könnt ihr euch schon anschnallen. Ich habe jetzt aber noch keinen Starttermin. Mal gucken, wann es passt. Wir haben ja auch gerade noch andere Projekte mit Satisfactory und Valheim, die hier irgendwie nochmal so ein bisschen beendet werden müssen. Von daher, ja, das dauert noch ein bisschen. Kommen wir bei Platz 72 zum ersten Spiel der God of War Serie, das wir in dieser Rangliste sehen. Es ist für mich der schwächste Teil der God of War Serie und trotzdem noch ein sehr gutes Spiel mit 7,2 Punkten auf Platz 72. Und es handelt sich um God of War Ascension. Das wird vielleicht einige von euch überraschen, denn das Spiel war bombastisch von der Präsentation, es hatte eine interessante Story, es hatte cooles Kampfdesign und so weiter und so vorne, beziehungsweise Charakterdesign, Kampfsystem, aber irgendwie, ich habe die ja alle kurz nacheinander gespielt, ist bei Ascension so dieser letzte Funke nicht ganz übergesprungen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es war ja durchaus ein bisschen anders als die anderen Teile, sowohl von der Kamera als auch von dem Kampfsystem. Und das hat nicht so 100% meinen Geschmack getroffen. Es ist immer noch ein sehr gutes Spiel, das seht ihr ja mit 7,2. Und damit gehört es zur absoluten Spitze auch dieses Genres meiner Meinung nach. Aber es ist der schwächste Teil der God of War Serie für mich. Und trotzdem noch sehr gut, das muss man sich mal vorstellen. Kommen wir zu Platz 71. Und da haben wir es wieder mit einem echten Klassiker zu tun. Mit 7,3 Punkten. Also einem Strategiespiel, das ich besser als alle Spellforce 3 Teile finde. Warcraft 2 Tides of Darkness. Das ist ein Spiel, was ich zum Beispiel auf jeder LAN spielen könnte. Und dann einfach gegen irgendwen. Weil es hat einfach irgendwas. Auch wenn es dasselbe Problem hat, dass die Rassen total ähnlich gestaltet sind von den Einheiten her und so und dass es da nicht wie in Warcraft 3 zum Beispiel keine großartige Abwechslung gibt, nur in den Magieeinheiten quasi oder den Einheiten, die besondere Fähigkeiten haben im Großen und Ganzen. Aber es ist trotzdem einfach ein echt cooles Strategiespiel, das man super gegeneinander spielen kann.
gegen einen anderen Spieler, das immer wieder Spaß macht. Deswegen haben wir es hier auch mit 7,3 Punkten zu tun und Platz 71. Also man muss sich das mal vorstellen, Platz 2 ist ganze 2,1 Punkte besser als Platz 1. Dass wir ja auf Platz 114 haben und Warcraft 2 liegt schon bei Platz 71. Da könnt ihr euch ja fragen, wo befindet sich dann Warcraft 3? Ihr könnt ja mal raten. Das ist auf jeden Fall noch ein bisschen weiter oben. Dann kommen wir zu einem weiteren Blizzard-Spiel. Hey, jetzt geben sie sich aber die Klinke in die Hand. Platz 70 mit 7,3 Punkten, also genauso gut. Diablo. Lustig, wie gesagt, also ich habe ja Diablo Hellfire habe ich sehr weit unten, bei Platz 117 mit 4,8. Haben wir es hier mit dem Hauptspiel zu tun, was bei mir, wie gesagt, hoch im Kurs liegt. Ich finde es auch besser als Dungeon Siege. Ich finde es auch besser als Dungeon Siege 2. Tatsächlich auch ein Spiel, was ich immer wieder spielen könnte. Gar kein Thema. Diablo hat einfach eine unglaublich interessante Lore. Diese Gothic-Elemente, die man da drin hat, dieses biblische, dieses abgründige mit Teufel und Engel und was da noch alles dazu kommt. Das ist wie in Darksiders zum Beispiel, funktioniert das meiner Meinung nach echt gut. In Diablo funktioniert es noch besser, weil es einfach das ernstere Spiel ist, das sieht man auch, aufgrund des Art-Designs. Ich glaube, wenn die Technik anders gewesen wäre, also wenn die Grafik irgendwie moderner wäre und so, dann wäre es noch besser gewesen. Oder wenn die Levelstruktur ein bisschen cooler gewesen wäre oder man noch wenigstens irgendwie so ein besseres Talentsystem für die Charaktere gehabt hätte. Aber 7,3, da sind wir hier, denke ich, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut aufgestellt, ja. Kommen wir zu Platz 69 und da haben wir auch 7,3 Punkte, also ein bisschen besser als der letzte Spellforce-Teil, den wir bewertet haben mit 7,2. Spellforce 2 Shadow Wars. Spellforce 2 Shadow Wars hat mir damals gut gefallen. Ich fand grundsätzlich die Entscheidung, dass man den Strategie-Part schneller machen will, gut. Es wirkte aber so ein bisschen wie so ein Warcraft 3 Klon Light. Spellforce 2 hat allerdings eine sehr interessante Geschichte mit den Shaikan, die ja komplett neu entwickelt wurden. Die gab es ja in Spellforce 1 noch nicht. Und ja, rund um die Probleme mit ihrem Blut, mit Malakai und dem Hyberniern und so weiter und so fort. Auf die drei Rassen, die man dort hatte, das fand ich alles echt gut. Ne, deswegen würde ich auch sagen, dass wir uns on par mit einem der ja, meist gelobten Strategiespiele überhaupt befinden, nämlich mit Warcraft 2, wie gesagt, ne, das hat ja auch 7,3 Punkte. Und genau da würde ich Spellforce 2 Shadow Wars auch einordnen, was schon eine kleine Ehre für das Spiel ist, muss man sagen. Kommen wir zu Platz 68 und hier haben wir es mit einem weiteren Teil der Dead Space Serie zu tun, nämlich mit Dead Space 2. Mit 7,3 Punkten. Auch in Dead Space 2 war es definitiv anzumerken, dass wir es hier mit einem ja, actiongeladeneren Spiel zu tun haben als bei Dead Space 1. Das ist definitiv der Fall. Für mich war das so der langsame Abstieg der Reihe, auch wenn die Sprawl als Handlungsspielort sehr interessant war. Definitiv. Wir hatten coole neue Necromorphs, wir hatten coole neue Waffen. Wir hatten coole neue Charaktere und nicht zuletzt hat Isaac endlich gesprochen. Das ist eine Sache, die mich in Dead Space 1 immer so ein bisschen gestört hat. Und wenn sie ein Remake machen, hoffe ich, dass Isaac in diesem Remake sprechen wird. Denn er war doch dann ein ganz sympathischer Kerl und hat auch irgendwie teilweise die Spiele so ein bisschen mitgetragen. Und ich fand damals einfach die Entscheidung merkwürdig, dass sie in Dead Space 1 gesagt haben, okay, der Kerl spricht halt nicht. Bei allen Dingen, die er erleiden muss und mit allen Leuten, die er da gesprochen hat in dem Spiel, auch mit seiner Freundin, die er dann nur na, ich darf nicht spoilern, aber die Entscheidung wirkt halt irgendwie so ein bisschen komisch. Von daher konnte ich das nie so richtig nachvollziehen. Aber naja, ist trotzdem ein sehr gutes Spiel, aber es ist halt nicht so gut wie Dead Space 1, aber ein gutes Stück besser als Dead Space 3. Sehr gutes Spiel, sehr gutes Horrorspiel.
Auf Platz 67 haben wir mit Warcraft 2 Beyond the Dark Portal und 7,4 Punkten den Nachfolger von Warcraft 2 Tides of Darkness, also das Add-on dazu. Was mir in diesem Spiel etwas besser gefallen hat, war der Schwierigkeitsgrad, der höher war, und die Heldeneinheiten, die eine viel größere Rolle eingenommen haben in diesem Spiel und dadurch eben halt auch die Kampagnenmissionen interessanter waren und deswegen ein bisschen besser als das Hauptspiel mit 7,4 Punkten. Was ich schade fand an Warcraft 2 Beyond the Dark Portal war, dass die Chance nicht genutzt wurde, neue Einheiten ins Spiel einzubauen. Aber das ist auch das Einzige, was mir einfallen würde, was ich jetzt da groß bemängeln würde, sonst hätte es wahrscheinlich noch ein paar Punkte mehr gegeben. Aber so ist es ja auch ein sehr gutes Spiel. Auf Platz 66 haben wir ein Spiel, das ich mal Let's Played habe. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Folgen oder so hochgeladen, dann war der Kanal weg. Fable The Lost Chapters. Ein sehr interessantes Rollenspiel, wo wir uns selbst entscheiden können, ob wir gut oder böse sein wollen. Und je nachdem, ob wir gut oder böse sind oder wie wir unsere Fähigkeiten einsetzen, bekommen wir dann eben verschiedene neue Fähigkeiten. Interessante Story, interessante Spielwelt. Ich habe tatsächlich nie einen anderen Teil aus der Fable-Reihe gespielt, weswegen ich da jetzt innerhalb der Reihe nicht großartig was vergleichen kann. Ich kann aber nur sagen, dass Fable The Lost Chapters mit 7,4 Punkten, also genauso gut für mich wie Warcraft 2 Beyond the Dark Portal, mir hat das echt Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ich fand dieses Konzept ganz cool, dass man anfängt und man ist erst ein Kind. Also man lernt seinen Charakter von der Pike auf kennen. Auch wenn man dazu sagen muss, dass der Charakter, also der Held, jetzt total austauschbar war und so. Das ist jetzt nicht wie in, weiß ich nicht, Horizon Zero Dawn, wo man halt auch die Kindheit von Aloy mitbekommt. Das ist natürlich ein ganz anderes Ding. Aber trotzdem war Fable The Lost Chapters für mich ein sehr cooles Spiel mit auch einem echt coolen Kampfsystem, was ich vielleicht irgendwann auch nochmal wieder neu aufnehmen werde. Wer weiß. Vielleicht gebe ich dem Ding irgendwann doch nochmal eine Chance. Wäre auf jeden Fall eine Idee wert. Und dann kommen wir zur letzten Platzierung am heutigen Tag. Das ist die 65. Da haben wir es auch mit 7,4 Punkten zu tun. Und das Spiel heißt A Plague Tale Innocence. Das Spiel hat mich echt ein bisschen überrascht. Denn es war fast präsentiert wie ein AAA-Spiel. Es hatte eine echt gute Grafik, es hatte coole Charaktere mit einer sehr bewegenden Story und interessanten Gameplay-Mechaniken, was mir aber wieder bewiesen hat, dass ich kein super krasser Motherfucker in irgendwelchen Spielen sein muss, um Spaß zu haben. Also im Prinzip haben wir ja den Großteil des Spiels nichts anderes gemacht, als Steine zu schmeißen auf unsere Gegner. Und trotzdem hat das einfach irgendwie gepasst, weil die Geschichte halt so stark war. Man hat sich einfach gefühlt, als wäre dieses Steineschmeißen und so, als wäre das total logisch gerade in diesem Moment. Das hat einfach komplett zusammengepasst und umso mehr hat mich natürlich gefreut, dass sie am Ende von A Plague Tale Innocence angedeutet haben, dass es einen zweiten Teil geben könnte. Und nun wurde dieser zweite Teil ja auch angekündigt. Und da bin ich gespannt, wie spinnen sie das Spiel jetzt weiter? Wie viel Zeit ist seit dem ersten Teil vergangen? Was ist wirklich die große Rahmenhandlung dieses Teils und wird das Spiel genauso gut wie sein Vorgänger? Denn das ist gar nicht so einfach, denn wie gesagt, es handelt sich um ein sehr gutes Spiel auf dem Weg zum herausragenden Spiel mit 7,4. Da sind wir langsam auf der zweiten Hälfte der sehr guten Spiele. Hat mir, wie gesagt, echt gut gefallen. Ja, und das waren die Platzierungen für heute, 94 bis 65. Beim nächsten Mal nähern wir uns dann so langsam den richtig krassen Spielen. Ich hoffe, ihr seid angeschnallt und seid interessiert, was euch denn dort erwarten wird. Ich werde hier nochmal an der Seite eben einblenden, welche Spiele wir auf welchen Platzierungen hatten. Also wie beim letzten Mal im Prinzip. Das nächste Video dazu erscheint dann nächste Woche und in vielen weiteren Spielen. Wie immer, schreibt mir gerne eure Meinung dazu, was seht ihr manche Dinge einfach komplett anders als ich oder ähnlich als ich oder keine Ahnung. Schreibt eure Meinung mal so ein bisschen mit rein. Wie gesagt, es handelt sich hierbei einfach nur um meine persönliche Meinung. Die muss man nicht teilen, aber man muss sie akzeptieren. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.